In diesem Video möchte ich einen kurzen Einblick in das Spiel Zug um Zug Europa gegen Alexa geben, nachdem ich entdeckt habe, dass es dafür einen Skill gibt und diesen getestet habe. Erstmal finde ich es toll, dass es somit die Möglichkeit gibt, ein Brettspiel gegen einen Computergegner spielen zu können. Somit lässt sich das Spiel also sozusagen auch im Solo-Modus spielen. Genau das habe ich dann auch einfach mal getestet. Mein Fazit dazu findet ihr am Ende des Videos. Alexa, starte Zug um Zug Europa. Willkommen bei Zug um Zug Europa, dem internationalen Zugabenteuer für 1 bis 5 Spieler. Okay, bereiten wir zunächst mein Spiel vor. Nun brauche ich auch eine Langstreckenzielkarte. Bitte lese mir jeweils beide Städte vor, die auf 3 der übrig gebliebenen Langstreckenkarten zu finden sind, damit ich mir eine davon selbst auswählen kann. So dann, welche ist die erste Langstreckenkarte? Brest, Petrograd. Bravo! Welche ist die zweite Langstrecke? Cadiz, Stockholm. Und die letzte? Edinburgh, Athen. Super, bitte entferne nun diese 3 Langstreckenzielkarten aus dem aktuellen Spiel. Fang bitte an und mache deinen ersten Spielzug. Tut, tut! Alexa, du bist dran. Ich nutze die rote Strecke zwischen Wien und Budapest. Damit erhalte ich einen Punkt. Puff. Letzter Aufruf für Wien nach Budapest. Alexander, du bist dran. Ich nehme die grüne Strecke von Frankfurt nach Essen. Somit erhalte ich 2 Punkte. Yay! Zug fährt von Frankfurt nach Essen. Alexa, ich baue die Strecke zwischen Pamplona und Paris. Das macht 7 Punkte für dich. Zugabfahrt von Pamplona nach Paris. Ich werde die blaue Strecke nehmen, von Essen nach Berlin. Das macht 2 Punkte für mich. Yay! Bitte einsteigen für Essen nach Berlin. Ich werde die Fährstrecke nehmen, von Essen nach Kopenhagen. Das ergibt 4 Punkte für mich. Abracadabra. Letzter Aufruf für Essen nach Kopenhagen. Alexa, ich baue die Strecke von Moskau nach Kharkov. Ich habe nur Moskau verstanden. Welche ist die zweite Stadt deiner gewünschten Route? Kharkov. Ich habe nur Moskau verstanden. Welche ist die zweite Stadt deiner gewünschten Route? Charkiw. Alexa, starte Zug um Zug Europa. Willkommen zurück. Ich habe ein gespeichertes Spiel zwischen dir und mir gefunden. Möchtest du es fortsetzen? Ja. Super. Alexa, ich baue die Strecke von Kharkov nach Moskau. Huch, ich habe noch immer nicht verstanden. Möchtest du, dass ich dir die Städte vorsage, welche noch offene Strecken Richtung Moskau haben? Ja. Super. Moskau hat offene Strecken nach Charkow, Smolensk und Petrograd. Welche Stadt möchtest du anbinden? Charkow. Alexa, ich baue den Tunnel von Budapest nach Kiew. Das macht 15 Punkte für dich. Abracadabra. Unsere aktuellen Punktestände sind wie folgt. Ich mit 17 Punkten. Und du mit 35 Punkten. Hui! Zusteigen bitte. Ich werde versuchen, die Strecke zwischen Budapest und Bukarest zu besetzen mit 4 grünen Karten. Kannst du bitte 3 Wagenkarten vom Stapel ziehen und sie aufgedeckt hinlegen? Wie viele dieser aufgedeckten Karten sind grün oder Joker? 2. Buhu! Ich habe nicht genug Karten, um die Tunnelstrecke zu komplizieren. Alexa, das Spiel ist zu Ende. Es ist nun an der Zeit, 4 Punkte für jeden unbenutzten Bahnhof zu vergeben. Ich fange an. Ich habe 3 Bahnhöfe übrig und bekomme damit 12 weitere Punkte. Du hast keinen deiner Bahnhöfe verwendet. Das macht dann 12 Punkte. Voilà. Nun weiter, es ist Zeit zur Auswertung unserer Zielkarten. Ich fange mal an. Aktuell habe ich schon 60 Punkte für alle meine Strecken im Spiel bekommen. Ich habe 4 meiner Zielkarten abgeschlossen, Berlin nach Bukarest, Frankfurt nach Kopenhagen, Marseille nach Essen und Edinburgh nach Athen, womit ich weitere 42 Punkte erhalte. Ich konnte eine meiner Zielkarten nicht abschließen, Paris nach Wien, sodass ich 8 Punkte verliere. Das ergibt für mich zusammengenommen 94 Punkte. Wie viele Zielkarten hast du insgesamt?
Egal, ob du sie abgeschlossen hast oder nicht. 5. Prima. Nun, bitte gib mir nur beide Stadtnamen auf einer deiner 5 Zielkarten. Barcelona, Brüssel. Wow. Und dein nächstes Ticket? Benin. Alexa, Start und Zug um Zug Europa. Willkommen zurück. Bitte sage mir deine nächste Zielkarte an. Venedig, Konstantinopel. Aber hallo. Du gewinnst 10 Punkte. Ich punkte. Das resultiert in einem Punktestand von 133 Punkten. Juhu! Und nun, Ding Dong, wird es Zeit, die 10 Punkte für den Spieler mit der längsten Strecke zu vergeben. Achtung, Zugdurchfahrt. Es passiert ein 27-Waggon-langer Zug, geführt von dir. Supi! Das heißt, mit einem grandiosen Stand von 143 Punkten haben wir einen Gewinner. Und so gewannst du diesen freundschaftlichen Wettkampf, bereistest die meisten Städte und gewannst die Million Pfund. Vielen Dank, dass du Zug um Zug Europa gespielt hast. Das internationale Zugabenteuer, entwickelt von Alan Armour. Bis bald! Kommen wir zu meinem Fazit. Sehr gut gefällt mir das Ambiente, das diese App vermittelt. Die Musik und die Durchsagen sind schon sehr cool und machen echt Spaß. Auch die zwischenzeitliche Übersicht über die Punktetafel ist sehr hilfreich. Abgesehen davon, dass man jedes Mal Alexa Bescheid sagen muss, dass sie dran ist, fühlt es sich tatsächlich so an, als hätte man einen Mitspieler am Tisch. Nervig waren allerdings wirklich die recht häufigen Abstürze des Skills. Und dann dauerte es auch recht lang aufgrund der Texte, die Alexa spricht, bis man weitermachen kann. Allerdings wird das Spiel auch tatsächlich dort fortgesetzt, wo man aufgehört hat. Leider hat sich Alexa damit schwer getan, manche Städtenamen zu verstehen, was teilweise auch sicherlich an nicht perfekter Aussprache lag, was aber, finde ich, mit dem Geben von Optionen, wohin man bauen will, verbessert werden könnte. Das Schwierigkeitslevel dürfte gern etwas höher sein, möglicherweise unterscheidet sich das auch von Spiel zu Spiel. Alles in allem hat es mir aber Spaß gemacht, eine Partie gegen Alexa zu spielen, so dass ich direkt noch eine weitere drangehangen habe. Ich hoffe, dieses Video hat euch einen guten Überblick darüber gegeben, ob ihr auch mal eine Partie gegen Alexa spielen wollt.